Machen wir mal und dann essen wir. Unser Rezept des Tages. Seit Jahrhunderten gehören Suppen hier im Prämonstratenser Chorherrnstift Schlegel zum absoluten Wohlfühlessen, nicht nur in der Fastenzeit. Küchenchef Erwin Matte lässt sich gerne von alten Rezepten inspirieren. Man bereitet dann das ein bisschen auf, schaut, dass man die Zutaten aktualisiert, das heißt Lebensmittel, die was früher gegeben hat, die was heutzutage nicht mehr gibt, dass man die austauscht oder ergänzt. Und dann schaut man, dass man seine eigene Linie oder seinen eigenen Stil noch ein bisschen einbringt. Und dann zaubert man Gericht aus. Schon im 16. Jahrhundert kam Bier nicht nur als Durstlöscher auf den Tisch. Gerade in ländlichen Regionen wurde viel damit gekocht. Wir kochen heute Schlegel Biersuppe. Das ist ja ca. 100 Jahre altes Rezept. Das haben wir neu aufgegriffen, die Zutaten ein bisschen verfeinert. Ist eine feine Suppe und die schauen wir uns heute einmal an, die probieren wir. Wenn der Zwiebel eine gute Farbe hat, dann nehmen wir das Bier. Wir haben da ein Roggenbier, wir haben ein Roggenbrot, damit das zusammenpasst. Von der Dosierung her würde ich lieber zu wenig probieren und dann nachdosieren. Weil wenn es einmal drinnen ist, dann ist es bitter, dann ist es vergeigt. Wichtig dabei ist wieder aufkochen, damit der Alkohol verdampft. Dann nehmen wir eine Gemüsesuppe in dem Fall. Man kann aber auch eine Rindsuppe nehmen oder Hühnersuppe, was man halt dann gern hat. Dann geben wir das Roggenbrot rein, was wir erst geschnitten haben. Und am Anfang dachte ich wieder eher zu wenig als zu viel, weil es hat ja jetzt Brot oder wegen einen anderen Bindungscharakter. Und damit das nicht eine Brotpampe wird, fangen wir mal klar an und man kann dann nachdosieren. Man kann dann auch gleichzeitig den Schlagobers dazugeben. Je mehr Schlagobers, je cremiger wird es. Fastensuppen sind beliebt. In den letzten Jahren hat das Fasten in unserer Gesellschaft wieder eine Renaissance erlebt. Heute tut es uns, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns da auch ein bisschen zurücknehmen. Wir leben in einer Zeit, in der wir alles haben. Und das Fasten möchte uns ins Bewusstsein rufen, dass eben nichts selbstverständlich ist und dass alles, was wir haben, eigentlich ein großes Geschenk ist. Vom Zauber der Suppe ist Küchenchef Erwin Matte zutiefst überzeugt. Die Biersuppe mache satt, liefere viel Energie und hebe die Stimmung. Die lassen wir jetzt 4-5 Minuten kochen, damit sich das Brot, was da drinnen, dass das richtig aufquillt und dass es zerkocht. Und wenn es einmal so weit ist, dann fahren wir mit dem Stabmixer noch einmal rein. Einfacher geht's kaum. Fertig ist die Mahlzeit. Ja, die gibt es in jenem Stift, wie wir gerade gesehen haben, in Schlegel in Oberösterreich, wo unsere Kollegin Melina Stumpf gerade Fasten ist. Also die Suppe wird es nicht geben, aber alle anderen Infos wird sie uns dann später wieder live aus Oberösterreich berichten.